Hallo, willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy VII. Angeal, the war is over. Everyone's real happy. As for me, that sword represents our family's honor. You're a little more important than my sword. But just a little. Where did you go? Zack here. It's been a while, Zack. Sephiroth! Come to Lazartrum. Oh, all right. Okay, wir haben letztes Mal ein ganzes Dorf in Grund und Boden gebombt. Und sind wieder zurück im China Hauptquartier. Angeal und Genesis sind verschwunden. Sephiroth ist wieder zurück. Und wir haben eine Mail bekommen. Ein weißer Engel. Es gibt da so einen Typen. Weißer Kittel, schwarzer Pferdeschwanz, zusammengebundene Haare, Brille. Schon mal gesehen? Der Mann heißt Hojo. Oh. Und ist Direktor der Forschungsabteilung. Er hat die Methode entwickelt, Soldatkämpfer zu schaffen. Und diese Entdeckung katapultierte ihn an die Spitze der Forschungsgemeinschaft. Das war etwa vor 20 Jahren. Seine Ernennung zum Direktor waren heftige Machtkämpfe vorangegangen. Hojo soll sich im Trainingsraum befinden. Frage mich, woran er wohl momentan rumforscht. Werd nachher einfach mal reinschleichen, denke ich. Das war wieder Kunst und das ist etwas, das wir uns merken sollten. Da gehen wir nämlich später dann auch gleich hin. Aber zuerst gehen wir, glaube ich, in den... Nein? Achso, nein, das sollte ich... Ja, und er sagt halt, dass zu das verboten ist, weil drinnen geforscht wird. Allerdings, wir können da noch nicht, jetzt noch nicht rein. Was ich eigentlich wollte, ist in den Briefing-Raum gehen. Wir sind jetzt wieder quasi zwischen den Missionen und jetzt kommen wir wieder dazu, dass ziemlich lang in Missionen wir uns herumtreiben werden. Ja, zwei, drei, vier Folgen, sowas in der Richtung. Also eher Seitenquests. Gut. Okay, also irgendwie Lazar hat sich eingebunkert in seinem Büro und ja. Und ich komme nur mit dem Aufzug. Das Büro ist nämlich auf einem anderen Stock und ich komme nur mit dem Aufzug hin. So, wir schauen wieder in unseren Spind rein. Da müsste ein Sternenanhänger drin sein. Jawohl. So. Dann wollen wir noch hier reingehen. Genau, ich darf nicht vergessen, hier gibt es nämlich noch einen Soldaten dritter Klasse. Ist das der? Nein, das ist nicht der. Das ist der. Und der ist relativ wichtig dafür. Ne? Ah, jetzt geht's. Und zwar gibt es eine kurze Sequenz und da keift ein Soldat zweiten Ranges den Soldat dritten Ranges an, weil er irgendwie eine Mission verpatzt hat oder irgendwie nicht so gut ist und sagt ihm wahrscheinlich begriffen zu haben, was es bedeutet, ein wahrer Soldat zu sein. Bla bla bla, ist nicht so wichtig. Das eigentliche, worum es hier geht, ist, dass der Soldat dritter Klasse irgendwie zu schlecht für seine Arbeit ist und irgendwie nicht seine Mission noch nicht gebacken bekommt. Und Zack nimmt ihn gleich mal unter die Fittiche und sagt er, oder beziehungsweise, genau, der fühlt sich natürlich total schlecht und Zack hat dann irgendwie Mitleid mit ihm und will ihm irgendwie helfen. Genau, und wenn er die nächste Mission versiebt, dann freuen sie mich wegen meiner Tollpatschigkeit. Oh, ich bin so arm. Genau, also vorbereiten für die Mission und Zack hilft ihm einfach und macht im Prinzip, wir machen jetzt seine Missionen. Und das ist wieder ein komplett neuer Missionsstrang, wo uns der Typ dann jedes Mal nach einer weiteren Mission dann nochmal anfleht, ihm zu helfen. Und das geht ungefähr 6 Mal so. Und dann bekommen wir zum Schluss, glaube ich, etwas, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es ist. Wir haben jetzt unseren Missionskatalog um einiges erweitert. Schauen wir mal kurz hier. Genau, da waren wir ja schon. Also die hatten wir schon, die haben wir noch nicht gemacht. Also die sind nicht neu. Die sind auch nicht neu. Allerdings, wenn wir hier weitermachen, können wir gleich direkt mit der zweiten, glaube ich, also mit der zweiten Unterordner weitermachen.
Hoxha's Versuchslabor ist quasi neu, weil das Experiment 102 ist quasi Bahamut, den wir jetzt besiegen müssen. Auf der Suche nach Kostbarkeiten. Genau. Da gibt es jetzt dann. Die Missionen sind ziemlich schwer am Anfang, das heißt, die werde ich mir noch aufheben. Da gibt es einige gute Rewards, allerdings etwas weiter unten erst. Genau, die sind. Ups, die würde ich auch. Die mache ich dann wahrscheinlich hauptsächlich jetzt dann schon bald. Die Jagd nach Unbezahlbaren, weil die schalten muss frei. Material Jäger mache ich auch jetzt dann bald, weil da bekomme ich dann Bahamut, glaube ich. Genau. Also irgendwo, ich glaube bei der Mission 4 muss ich dann nochmal gegen Bahamut kämpfen und bekomme die Bahamut Material. Und ganz, ganz wichtig, Rätsel der Welt. Lieutenant Messer, wir haben ja vor ein paar Folgen die Tomberry-Missionen freigeschalten. Und also indem wir den Tomberry in der einen Mission quasi als zweiten Endgegner besiegt haben, da schaltet diese Mission frei. Und wenn wir die drei hintereinander schaffen, dann haben wir die Tomberry Material bekommen. Oder beziehungsweise das Tomberry Messer und können dann, haben dann quasi im Kampf die Chance, auch einen Tomberry aufzurufen. Aber bevor wir das alles machen, schauen wir nochmal zurück zum Trainingsraum. Theoretisch sollte ich da jetzt rein können. Ja, ich glaube schon, ja. Genau. So, und da steht auch Hojo. Sollte ich vorher speichern vielleicht? Ja, ich speichere mal kurz. Sorry, dass ich jetzt so unentschlossen war. Ich habe nur kurz nachgesehen, was ich hier überhaupt machen muss. Und nachdem ich weiß, dass es vielleicht dann doch dazu kommen könnte, dass ich irgendwie sterbe. Eher unwahrscheinlich, aber sicher, sicher. Also nochmal kurz speichern und dann reden wir gleich mal Hojo an. Schauen wir mal, was ihr hier forscht. Bin ich jetzt Teil des Experiments oder wie? Ah, also Simulator. Brillanter Forschungsplan. Ja, Hojo. Wir wissen, dass du verrückt bist. Ja, und er versucht irgendwie virtuelle Gefechte zu simulieren und dadurch irgendwelche Werte aufzunehmen und neue Krieger zu schaffen oder etwas anderes. Gegen Daten kämpfen klingt zwar nicht spannend, ich mache es trotzdem, weil ja, wir bekommen etwas dafür. Also genau, ich glaube, dass diese Kämpfe, die ich jetzt hier für Hojo durchfechte, ich glaube, die schalten dann auch Missionen frei. Ich weiß nicht ganz genau, aber sie sind auf jeden Fall ziemlich einfach am Anfang. Und vor allem deswegen sollte man sie machen. Für einen Zufallstreffer wirkte das ziemlich überzeugend. Okay. Für ein Versuchsobjekt bist du äußerst rechthaberisch. Ja, man sieht die Wahnsinnsstränge aus ihm schon rauskommen. Noch ein Kampf, und zwar das machen wir natürlich auch. Die ersten drei Kämpfe sind nicht wirklich schwierig. Erst beim vierten Kampf wird es dann halbwegs spannend, sagen wir so. Speziell nachdem wir auch uns in die Missionen schon gestärkt haben, sind die paar Kämpfe da nicht wirklich irgendwie tragisch. Das wird generell so sein, wir werden jetzt auch zwischen der Mission, also zwischen der letzten Mission und der nächsten Mission, einiges an Seitenquests erledigen. Und das wird uns wieder von den Items, von den Aufwandszaubern und von unserem Level her so stark machen, dass die kommenden Missionen vielleicht etwas einfach aussehen. Ich werde trotzdem versuchen, alles so zu erklären, dass man es auch schafft, wenn man die Missionen nicht macht. Also die meisten Story-Missionen sind am Anfang noch so einfach, dass es nicht wirklich Auswirkungen hat, ob man die Side-Missionen macht oder nicht. Aber trotzdem, sie sind halt vor allem deswegen sehr einfach, weil ich zu stark ausgerüstet und zu hoch im Level bin. Okay. Also die Dialoge zwischen Hojo und Saxe sind natürlich nicht wirklich interessant. Die schmeißen sich eher irgendwelche Beleidigungen gegenseitig an den Kopf. Ja, und jetzt eben der vierte Kampf. Genau. Ihr könnt diese Simulation doch nicht gegen einen Menschen antreten lassen. Natürlich, gegen uns schon. Wäre ein wunderbarer Gegner. Na gut, machen wir auf jeden Fall.
Ich weiß nicht ganz genau, was passiert, wenn man abblendet. Ich glaube, man kann dann einfach, man muss rausgehen aus dem Raum und dann wieder reingehen, bevor ein Hojo uns dann wieder quasi teilnehmen lässt. Also, ja. Also, wir wollen auf jeden Fall gegen dieses Ding kämpfen. Und Hojo glaubt eigentlich, dass uns das sein letztes Versuchsobjekt jetzt hier fertig machen wird. Also, Versuchssimulation hier fertig machen wird. Ich wette mal dagegen. Den kennen wir schon. Das erste, was wir machen, ist, wir werden uns eine Barriere bauen. Au. Dann versuchen wir wieder hinter ihn zu kommen. Dann ist das ziemlich einfach, würde ich sagen. Man muss nur wieder auf den Schwanzschlag aufpassen oder wenn er sich so an einen Rand dreht, dann immer wieder genau hinter ihn. Das ist nicht allzu schwierig, würde ich sagen. Er nimmt nur verhältnismäßig wenig Schaden, weil er sehr hohe Verteidigung hat. Und obwohl ich schon ziemlich guten Angriff habe, nimmt er halt etwas weniger Schaden. Ja. Und er hat, glaube ich, 10.000 Lebenspunkte, also 9.999 eigentlich. Und nach einigen Runden draufhacken, sollte das erledigt sein. Nein, du bist nur verrückt, du bist kein Genie natürlich. Ja, von Überresten. Ja, die Überreste. hoffentlich nicht. Ja, wie gesagt, er ist auch hier schon ziemlich verrückt. Soweit ich weiß, wir bekommen hier jetzt nichts, aber ich glaube, wir haben jetzt eine Mission freigeschaltet, wenn ich mich richtig erinnere. Ob der Quell... Nein, ich bin einfach zu stark für eure Simulationen. Nein, ich bin... Hallo, schau ich aus wie ein Monster? Ja, okay. Ich gehe mal raus und schauen, ob das wirklich Missionen freigeschalten hat oder ob ich da Blödsinn erzähle. Einfach zum Speicherpunkt gehen. Nein, doch nicht. Okay, dann... Es hat sicher eine Auswirkung, aber ich weiß nicht genau... Ich habe es nämlich nicht aufgeschrieben und es steht in dem Walkthrough, den ich verwende, auch nicht da. Ich weiß nur, dass ich es immer gemacht habe. Na okay, nachdem wir das erledigt haben... Oh, vielleicht macht das die Mail hier? Oh, okay, nein, das kommt auf jeden Fall, wenn wir Richtung Aufzug marschieren. Bekanntmachung des Präsidenten. Hiermit wird das Ende der Kampfhandlungen gegen Wutai proklamiert. Dass der Konflikt mit so wenigen Verlusten und einem friedlichen Ergebnis beendet werden konnte... haben wir insbesondere Rang 1 Soldat Sephiroth und Sephiroth zu verdanken. Unser Sieg wird uns endlich erlauben, die Region mit Mako-Energie zu versorgen und sie zu entwickeln. Shino wird alles in seinen Kräften Stehende tun, um auch die Menschen in den entferntesten Regionen am Wohlstand der Fortschrittsgesellschaft teilhaben zu lassen. Ja. Also, das ist der Plan von Shinra, ne? Und am Ende des Krieges, liebe Soldatkämpfer, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Schon wieder mal, also das ist das vierte Mal, glaube ich, dass uns Lazard für unsere Mühen dankt. Ein langer Konflikt hat sich endlich sein Ende gefunden. Und dies verdanken wir aufopferungsvollen Arbeit Sephiroth und allen hier bei Soldat. Doch die Lage um Shinra ist weiter angespannt, denn starke Militärmächte und andere Anti-Shinra-Gruppierungen gibt es zuhauf. Das ist die Kehrseite von Shinras kometenhaften Aufstieg. Als Mitglieder von Shinra ist es unsere Pflicht, uns dieser Kehrseite mit Aufrichtigkeit zu stellen. Tragt diesen Appell im Herzen, wenn ihr zu eurem nächsten Einsatz aufbrecht. Ja. So, und nachdem wir das jetzt fertig hatten, kommt beim Aufzug noch eine kurze Szene mit Kunzel. Ja, na Gott sei Dank ist der Krieg gegen Wutai endlich zu Ende. Die Heldentaten von Zack. So bekannt ist er wohl auch wieder nicht. Naja. So ist es normal. Okay. Dann müssen wir uns wohl mit weiteren Heldentaten bekleckern, bevor uns die Medien wahrnehmen. Trampel doch mal. Er will doch nur ein Held sein. Schauen wir mal, was Kunzel sonst noch zu sagen hat. Okay, nachdem wir das erledigt haben, gehen wir endlich zum Aufzug und in das Büro des Soldatdirektors. Zu Lazard, der ja uns zu sich haben wollte, ne?
Da treffen wir auch Sephiroth. Congratulations. As of this moment, you're promoted to Soldier First Class. Woohoo! I thought I'd be happier. Also ich bin happy. Understandable. Too much happened too fast. Zack, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. Gut, und jetzt gibt es einen weiteren Einsatz. Genau, und wir müssen dort zuerst zum Einsatz, also zum Besprechungsraum gehen, unsere neue Uniform abholen. Wir sind da jetzt immerhin Rang 1 Soldat und bekommen quasi eine neue Uniform. Das geht automatisch, also wir fahren mit dem Aufzug runter, schauen in unseren Spind, das komischerweise ein anderer Spind jetzt ist. Ich weiß nicht genau, ob das vom Spiel her ein Fehler ist, aber jetzt sind wir quasi in der Kleidung, in der wir Zack eigentlich kennen. In der schwarzen Uniform eines Rang 1 Soldaten. Und durch die Beförderung können jetzt auch 6 Material ausgerüstet werden, gleichzeitig natürlich. Oh, und jetzt? Hoffentlich, ja. Ah, genau. Und jetzt bekommen wir noch eine kurze Einführung in Materia Fusionen. Und das ist ein eigener Menüpunkt im, also ein eigener neuer Menüpunkt im Hauptmenü. Und da kann ich zwei Substanzen quasi miteinander verschmelzen und ihre Eigenschaften auch verschmelzen. Zum Ausprobieren bekomme ich eine neue Feuer- und Eis-Substanz. Und wir schauen uns das gleich mal an. Die bekommen wir quasi geschenkt, um Material Fusion gleich mal auszuprobieren. Bevor wir das machen, will ich den noch sortieren hier. So, wir haben eine Feuerstufe 1 bekommen, sehr gut, dann nehmen wir gleich die. Und eine Eisstufe 1 haben wir auch bekommen. Ich mache quasi das, was man im Tutorial quasi gesagt bekommt, und er gibt uns ja diese Feuer- und Eissubstanzen dafür, damit wir sie fusionieren können und mal ausprobieren können, was das macht. Wir machen es mal, es wird wahrscheinlich nichts Tolles rauskommen. Ich weiß nämlich, dass eine Blitzsubstanz rauskommen wird. Und das kostet, dadurch, dass es nicht allzu viel bringt, kostet es auch keine SP, die auch das dienen, um unseren einarmigen Banditen quasi am Leben zu erhalten. Ich mache es jetzt trotzdem mal, nur um herzuzeigen, was passiert. Normalerweise, wenn man dann Substanzen hat, die man schon etwas aufgelevelt hat und die etwas Spezialfähigkeiten haben, kann man dieses fusionieren und dadurch diese Spezialfähigkeiten auch fusionieren. Die bleiben dann auf der neuen Substanz und die kann man dann wieder fusionieren und bekommt somit Substanzen, die irgendwie Boni haben, die sonst einzelne Substanzen nicht haben könnten. Das ist der Grund, warum es diese Material Fusion gibt. Noch dazu kann man später dann zu dieser Fusion auch noch ein Item dazulegen und die Eigenschaften dieses Items werden dann auch auf die fusionierte Substanz übertragen. Das heißt, das wird dann quasi sowas wie ein Minigame, wo man dann wissen muss, also so ein Crafting-Minigame im Prinzip, wo man wissen muss, was muss man mit was fusionieren, damit man die besten Substanzen rausbekommt. Gut, das können wir jetzt auch, sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt nur das Tutorial. Ist das... Ah, nein, das ist jetzt die Firmeninterna, wo darüber gesprochen wird, dass Angeal und Genesis quasi im Dienst der Firma gefallen sind. Ja. Ich würde sagen, das ist nur PR-Sprech. Bin jetzt hin. Jaja. Also Material Fusion, ich erkläre es später, wenn wir mehr können, wenn wir Items dann auch dazu machen können. Erst dann wird es wirklich interessant und dann werden wir es auch verwenden. Vorher brauchen wir es nicht wirklich. Ja genau. Und er sagt, dass man nicht genau die Kombinationsmöglichkeiten weiß und so weiter und so aus. Wir müssen es ausprobieren. Allerdings gibt es natürlich auch eine Liste im Internet, wo das alles schön aufgelistet steht und wo man sich quasi einen Pfad bauen kann, um zu sehen, wie man am schnellsten zu den besten oder zu den besten Boni kommt. Genau. Jetzt müssten wir theoretisch wieder zu Lazar zurück ins Büro, um mit der nächsten Mission anzufangen, aber das machen wir natürlich nicht. Zuerst schauen wir uns die nächste Mail an.
Genau, das habe ich schon hergezeigt, beziehungsweise wenn es euch interessiert, lest es selbst, indem ihr kurz auf Pause drückt. Ich lese es nicht, ich weiß schon, wie es geht. Vor allem habe ich es auch hergezeigt. Und das, was wir eigentlich machen wollen, ist in den Sektor 8 gehen und wieder einiges an Seitenquests aufgabeln und vielleicht auch erledigen. Hab mir Loveless angeschaut. Schon gelesen? Genesis wurde als gefallen gemeldet. Starker Tobak, wenn du mich fragst. Die Jungs reden sich den Mund fusselig darüber. Ich habe mir heute die Aufführung von Loveless angeschaut. Genesis war vollkommen begeistert davon, hatte einen sterbenslangweiligen alten Schwank erwartet, war aber doch ganz gut. In der Urfassung ist der Typ der Held, doch die Inszenierung setzte die Frau, die ihm zur Seite steht, in den Mittelpunkt der Handlung. Am meisten hat mich das Ende berührt. Der Typ sagt zu seiner Gefährtin: Selbstverständlich komme ich zurück, denn ich weiß ja, dass jemand auf mich wartet, auch wenn wir uns nichts versprechen. Ich hätte Rotz und Wasser heulen können, ehrlich. Also interessiert sich Kunzel offenbar auch für Loveless jetzt. Wir gehen jetzt ins Foyer, genau. Und das erste, was wir machen, bevor wir noch ganz rausgehen in den Sektor 8. Wir trinken nochmal dieses komische Gebräu, weil wir haben ja etwas an TP verloren und wir haben keine Bonus-TP jetzt irgendwie. Das heißt, es ist nichts, was wir irgendwie verlieren können. Und den Schutzengel-Status holen wir uns natürlich auch nochmal, weil ich glaube, der wäre jetzt auch weggefallen. Also. Das heißt, nichts wie her damit. Das ist das, glaube ich. Also nachdem wir hier zur Mission dann aufbrechen, ist es das letzte Mal, dass wir den Trank vorher noch trinken können, bevor wir dann längere Zeit nicht mehr im Schöner Hauptquartier sind. Das heißt, wenn ihr es noch trinken wollt, dann unbedingt jetzt machen. So, raus in den Sektor 8. Das erste, was wir machen, wir schauen mal bei unseren Fangirls vorbei. Auch wenn die irgendwie jetzt sich da zerstreut haben. Das ist, glaube ich, die... Ah, das ist Genesis-Fan. Ja. Ja, wird wohl eine Verwechslung sein. Der hat ja genug Klone, ne? Ich krieg gleich die Krise, ja. Oh, Nachricht von der Zentrale. Schauen wir uns gleich an. Also, das Einzige, was dieses Gespräch bringt, ist natürlich, dass wir eine E-Mail vom Fanclub bekommen. Sie ist natürlich auch sehr zerstört. Hm. Natürlich hast du unsere Unterstützung, also meine Unterstützung natürlich. Und? Noch eine Mail. Ich weiß nicht, ob das für den Sephiroth-Fanclub dann auch gilt. Ich glaube nämlich nicht. Ja, die kommt sich am besten vor jetzt. Gut, wir können dem Sephiroth-Fanclub immer noch nicht beitreten. Das geht erst später. Und schauen uns das Tirun-Schreiben von Genesis und Enshiel-Fanclub an. Unlängst ist der Tod Genesis verkündet worden. Es ist eine traurige Kunde, die sicher einige nicht wahrhaben wollen. Und doch haben wir uns zu unserer letzten Zusammenkunft entschlossen, um Abschied zu nehmen. Das Treffen wird am Fuß der Brücke in Sektor 8 stattfinden. Für einen begrenzten Zeitraum wird außerdem ein Apfelschmuckanhänger verkauft, der im Gedenken an Genesis gefertigt wurde. Lasst uns alle diese Anhänger tragen und Genesis bis in alle Ewigkeit treu bleiben. Beim Enshiel-Rundschreiben. Liebe Enshiel-Freunde, auch heute dürfen wir uns wieder stolz einen Auszug aus dem inoffiziellen Steckbrief unseres Idol präsentieren. Los geht's. Lieblingsgegenstand Kamera. Blablabla. Besondere Fertigkeit aus wenig was Leckeres zaubern. Naja, gut. In diesem Sinne, bis zur nächsten Nachricht. Lustig, dass die nicht davon schreiben, dass Enshiel tot ist. Wundert mich etwas, aber macht ja nichts. Und bevor wir zu diesem Genesis-Treffen gehen, gehen wir noch da hinten um die Ecke. Also das ist hier der südöstliche Eck. Also hier oben ist Norden und da unten ist Süden und da drüben ist natürlich Westen. Das heißt, wir gehen in die südöstliche Ecke des Sektor 8 Gebietes. Da am Fuß der Treppe sollte eigentlich jemand stehen. Nein, oder? Ah, dann vielleicht oben. Achso, nein, am Fuß der Treppe ist erst später dann. Also oben sollte er stehen. Genau, der Typ, den sprechen wir auch an. Da schaltet nämlich eine weitere Mission frei. Und zwar geht es hier darum, dass der Typ irgendwie Probleme mit Monstern hat. Und genau. Und dass irgendwelche Monster die Gegend um Midgar und Calm in Aufruhr versetzen und er hätte gern, dass wir ihm da helfen oder so. Ja. Und eigentlich ist er der Meinung, dass Soldat zu wenig macht, um die Monster zu vertreiben. Und wir wollen ihn jetzt vom Gegenteil zu überzeugen. Ah. Okay, ah. Oh.
Ah, ja, das wird wahrscheinlich dann irgendwann mal passieren, würde ich fast sagen. Das freut mich auch, also. Wieso? Wir helfen euch doch. Ja. Aha. Also er glaubt, die Monster, die hier Midgar und Calm quasi belagern, sind diese Weapons. Wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt. So, jetzt gehen wir in den Sektor 8, also in die Loveless Gasse, glaube ich, heißt das. Klar, gehen wir da eh schon hin? Ja. Genau. In die Loveless Chaussee heißt das. Wobei das im Prinzip nur eine große Straße ist. Sondern das erste machen, mit dieser Frau hier sprechen. Auch bei ihr geht es darum. Okay, zuerst erzählt sie von einem Gentleman, der auf einem schwarzen Chocobo reitet. Die, die Final Fantasy VII selbst gespielt haben, wissen natürlich, wovon sie redet. Ich kenne ihn, ja, er hat mich beim Züchten des goldenen Chocobos, er ist mir etwas im Weg gestanden, sagen wir so. Er hat Cowboy-Hut und so. Ich würde nicht sagen, dass er toll ist, aber. Und sie ist auch auf dem Weg von Midgar nach Karma von Monstern angegriffen worden. Und dieser Typ auf dem Chocobo hat sie nämlich gerettet. Auf ihn ist mehr Verlass als auf alle Soldatkämpfe zusammen. Ha! Ja, toll. Wenn wir mit diesen beiden sprechen, bekommen wir zwei neue Missionen freigeschaltet, die sich um diese Monsterbedrohung rund um Midgar dreht. Bevor wir allerdings zum Speicherpunkt gehen, schauen wir nochmal in die Ecke hier. Ich glaube, sie hat auch etwas zu sagen, oder? Irgendwas Neues. Bekommen wir hier eine Mail? Ja, genau, hier bekommen wir noch eine Mail, genau, das sollte ich machen. Das ist das Letzte, was wir hier machen können. Bekanntmachung vom Arbeitskreis. Der Grund für Genesis Liebe zu Loveless liegt in dessen Beantwortung elementarer Fragen aus Geschichte, Wissenschaft, Kunst und Astrologie. Die Antwort auf das größte Rätsel soll sich meiner Meinung nach der meisten Gelehrten allerdings im verlorenen, gegangenen fünften Akt finden. So gehen die Forschungsbemühungen weiter. Auch Genesis Lebensziel war es, das Mysterium um diesen Akt aufzulösen. Doch da er verschied, bevor sein Lebenswerk vollendet werden konnte, liegt es jetzt an uns, dem Arbeitskreis dieses Geheimnis zu lüften. So, ich bin gerade etwas abgelenkt, deswegen funktioniert das mit dem Lesen nicht ganz so gut. So, nachdem wir das erledigt hätten und quasi zwei neue Missionen freigeschalten haben, gehen wir mal zum Speicherpunkt im Shinra Hauptquartier und schauen, welche zwei Missionen wir jetzt neu bekommen haben. Das müssten die Missionen. Ah ja, 2-1 und 2-2 sein. Den Trank haben wir schon geschluckt. Und bevor wir zum Speicherpunkt gehen, schauen wir uns noch die letzte Mail an. Ah, Angel Franklin Brunschreiben 313. Brandneue Auszüge aus einem Gespräch zwischen Angel und Genesis. Jetzt räume endlich dieses ganze Holz aus deinem Zimmer, was? Der Kontakt mit Natur schärft meinen Geist und mein Ehrgefühl. Na großartig. Und mir kriecht das Käferzeug unter der Tür durch. Aber das war doch früher nicht anders. Und gerade deswegen geht's mir gegen den Strich. Wir sind nicht auf dem Land, sondern ein Midgar einer Großstadt. Der urbane Genesis und der naturverbundene Angel. Ihre Ansichten mögen diametral entgegengesetzt sein, und doch sind sie gute Freunde. Gut. So, Missionskatalog erweitert. Und zwar. Monster-Forschungsprojekt müsste es sein. Genau, Monster Midgar. Die zwei Missionen sind freigeschalten worden und die könnten wir jetzt theoretisch auch machen. Allerdings das erste, was ich machen will, ist 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daher. Wiederbeschaffungsmissionen. Und zwar das Strandgut und so weiter. Die Missionen werden wir nächstes Mal als erstes angehen. Glaube ich fast. Ja. Das sind die Missionen, die wir bekommen haben, weil wir mit diesem Schwächling Soldat dritter Klasse im Besprechungsraum geredet haben. Da bekommen wir nämlich genauso wie bei der Sicherheitsfeder ein weiteres Teil, das für diese Slater-Wagerl da wirklich wichtig ist. Und das will ich jetzt gleich wieder aus dem Weg schaffen. Und dann machen wir vielleicht noch andere Missionen mit Bahamut und so. Oder vielleicht mache ich die sogar vorher. Das sehen wir dann alles in der nächsten Mission, nächsten Folge, nicht Mission, wenn es wieder heißt. Willkommen bei Crisis Core Final Fantasy VII. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.